Schade Deutschland, im Bundestag sind alles Heuchler, die dir ihre Pseudomoral vorgetäuscht haben. Alkohol und Kippen sind legal wegen den Steuern, damit habt ihr schon fast jeden, den ich kenne, an den Eiern. Auch Gesetze wie in Bayern sind nur Tarnung dafür, Drogen sind nur illegal, wenn der Staat nicht kassiert. Statt das Volk zu warnen, überall leuchtet Reklam, der Lotto-Jackpot lockt, denn die Leute sind arm. Gut getarnt und teilt in eine andere Form, ist das doch genauso Handel mit Drogen. Die paar Aussteigerprogramme haben keine Chance gegen Werbespots, Marketingkampagnen. Ob du's rauchst oder trinkst, was brauchst du für dich, was politisch korrekt.